Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich euch einen einfachen Himbeerkuchen mit einer Schokomousse mitgebracht. Das ist auch echt so ein schön schneller Kuchen, den man spontan mal backen kann, wenn sich Besuch ankündigt oder wenn man einfach mal wieder Lust auf ein leckeres Stück Kuchen hat. Schmeckt auch sehr fruchtig, frisch und dazu dann diese schokoladige Mousse, die aber auch gar nicht mal so mächtig ist, sondern noch relativ leicht schmeckt, weil wir hier auch Quark mit drin haben. Kann ich euch also wirklich sehr empfehlen. Der Kuchen hat alles, was ein leckerer Kuchen so braucht. Und dann würde ich sagen, legen wir mit dem Rezept los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und Nachbacken. Für den Kuchenboden brauchen wir 120 Gramm TK-Himbeeren, 120 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 3 Eier auf Raumtemperatur, 50 Milliliter Milch, 50 Milliliter Öl, einen gehäuften Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Die trockenen Zutaten Mehl und Backpulver können vorab schon einmal miteinander vermengt werden und dann geht es mit den Eiern weiter, die wir uns in eine Rührschüssel packen. Hier geben wir jetzt auch noch die Prise Salz dazu, fangen schon einmal mit Mixen an und dann lassen wir auch langsam den Zucker dazu rieseln. So lassen wir die Masse jetzt für ungefähr 6 bis 10 Minuten lang weiter mixen, bis sie wirklich richtig hell und cremig wird. Und deshalb ist es auch wirklich immer super wichtig, dass ihr zimmerwarme Eier verwendet, weil sich anders das Volumen von der Masse nicht ganz so stark vergrößern würde. Als nächstes gießen wir langsam die flüssigen Zutaten dazu, also das bisschen Öl und das bisschen Milch. Und dann kommen zum Schluss nur noch das Mehl und das Backpulver dazu. Nach der Zugabe von den trockenen Zutaten wird die Masse dann auch nur noch kurz gemixt, dafür aber einmal schön ordentlich. Und dann können wir den Teig in eine 24er Backform füllen. Und auf dem Kuchen verteilen wir uns jetzt gleichmäßig die Himbeeren, damit auch später bei jedem Stückchen genug Frucht mit dabei ist. So backen wir den Kuchen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 25 bis 30 Minuten im vorgeheizten Backofen und lassen den Kuchen dann nach dem Backen auch auskühlen. Weiter geht es mit der Schokomousse, für die wir 250 Gramm Quark, 200 Gramm Sahne, 2 Esslöffel Puderzucker, ein Päckchen Sahnefestiger und 100 Gramm geschmolzene Zartbitterkuvertüre benötigen. Wir fangen jetzt mit der Sahne an, die bitte gut gekühlt sein sollte und die schlagen wir uns einmal auf, bis sie cremig fest wird. Während wir mixen, geben wir auch den Puderzucker und Sahnefestiger dazu und sobald die Sahne dann fest geworden ist, stellen wir sie kurz beiseite. In eine zweite Rührschüssel füllen wir uns dann den Quark, zu dem wir die geschmolzene Kuvertüre geben. Die sollte also auch bitte ein bisschen abgekühlt sein. Und dann mixen wir alles einmal flott durch. Und jetzt müssen wir auch wirklich relativ schnell arbeiten, damit die Creme durch die Kuvertüre nicht fest werden kann. Also schnappen wir uns wieder unsere Sahne, die wir in mehreren kleinen Portionen unterheben. Dann bekommt die Creme am Ende auch wirklich so eine schön mousige Konsistenz, nur dass sie dann durch den Quark deutlich leichter im Geschmack ist, als man das sonst so von einer normalen Mousse-Schokolade kennt. Sobald der Kuchenboden dann ausgebacken und abgekühlt ist, verteilen wir die Schokomousse darüber, streichen sie dann entweder glatt oder strukturieren sie ein bisschen aus und dann wandert unser Kuchen für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Und zuletzt nehmen wir dann nur noch den Backring von unserem Kuchen ab und dann könnt ihr auch gerne noch ein bisschen weiter ausdekorieren. Ich habe zum Beispiel diesmal ein bisschen Backkakao verwendet, aber genauso gut würden natürlich auch Sahnetupfen passen oder vielleicht auch frische Himbeeren. Dann darf auch endlich genascht werden. Der Kuchenboden ist wirklich super locker und man hat bei jedem Bissen ein bisschen Himbeere mit dabei. Darüber dann diese Schokomousse echt saulecker und vor allem auch richtig einfach und schnell zubereitet. Probiert den Kuchen unbedingt aus und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Kuchenfotos auch gerne mit dem Hashtag absolute Lebenslust auf den sozialen Netzwerken posten. Ansonsten Däumchen nach oben und kostenlos abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Rezept wieder. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.